Das wäre eine Idee. Das Flaggschiff dann noch, das Begleitschiff dann noch, da ist ja auch ein Lager bei meinen Gewürzfarmen. Ihr dürft garantiert nicht bei mir bleiben. Ja, die werden sehen, was sie davon haben. Boah, bin ich froh, wenn das Parfum wieder läuft, also. Bedürfnis nach Kaffee ist nicht wirklich zu 100% erfüllt. Zu wenig Kaffeeproduktion, ja? Hm. Noch irgendwo Saatgut Kaffee auf einer Insel? Nein. Muss ich wohl das Saatgut-Café irgendwo ausbringen, Schmarrn. Ich muss gleich mal da unten gucken, wenn Aschkabat. Warenlieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Richtig cool. Möge der Handel beginnen. Damit bin ich. Ach du Schande, für 60 Perlenketten bekommt man 9900 Gold. Ja, das geht ja. Ja. So, ich habe jetzt 6 orientalische Handelsschiffe in Auftrag gegeben. Meine neue Handelsflotte. Sieht jetzt hier mit Most aus. Teilweise erfüllt, aber bei weitem nicht in den Mengen, die ich brauche. Tja, dann. Let's build eine neue Produktionskette. Wenn ich denn die benötigten Rohstoffe dafür hätte. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Schiff fertiggestellt. Seid meine Bürger euphorisch. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Seid meine Bürger euphorisch. Dabei zur Hand gehen. Nicht aufsteigen lassen. Das Kriegsschiff ist so nah bei dir, das kriege ich nie rechtzeitig. Soll ich dir helfen? Ich hab meine Flotte da oben. Ja, ich sage ja, das ist so weit bei dir, das krieg ich nie rechtzeitig. Den Auftrag haben wir beide bekommen. Oh. Ich hab mal wieder irgendwie ein Kriegsschiff verloren. Ja, so. Ich hab nur 5. Da ist noch eins. Die Bahira, das wird sicher das Flaggschiff meiner Flotte, das sehe ich jetzt schon. So. Gegen die harnischte Ritter. Sind wir wieder los? Oh. Gerade der Typ vom Bettler. Gegen geharnischte Ritter sind wir wieder los. So, ich habe jetzt Proviant an Land. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
Wir stehen zur Verfügung. Bereit? Ja, die anderen Trupps erholen sich jetzt langsam. Aber diese Kanonenstellung tut sich nicht wirklich was. Ja, die waren auch besiegt. Ich glaube, die kann ich abreißen. Also. Nicht mal das kann ich. Wir stehen zur Verfügung. Wir stehen zur Verfügung. Bereit? Jawohl, drei Schiffe in meiner Hand, sofort das Imperator ist fertig. Wo denn? Bist du da unten? Was willst du damit so vielen? Handeln. Ich habe volle Lager, mit denen kann ich so viel Gold scheffeln. Dazu reicht doch eins, oder nicht? Der ständige Hin und Her, so schicke ich die Flotte einmal hin, einmal her, bin fertig. Ja. Das bisschen Unterhaltskosten, hey, das ist doch... Kindergeburtstag. Hier sind die Lager voller Brot. Ich glaube, ich brauche hier auch... Ich bin auch eine Intelligenz, Knospe, das ist doch unmöglich, hey. Klar kann das kleine orientalische Handelsschiff nicht das Pensum an Produkten hin und her transportieren. Ich schau gerade, das sind die Kriegsschiffe. Was meine Gewürze nur wegen diesen dämlichen Bettlern. Schiffsbau abgeschlossen. Soll ich die Neyard abstellen dazu? Nein, die Neyard kann ich nicht abstellen dazu, verdammt, da werde ich die. Okay, da wäre halt eines der neu gebauten. Die Bachiras. Soll ich die Tahiba noch ab dazu, so. Dann sollte ich auch auf der Handelsroute fahren. Ist klar, wenn ich nur mehr produziere so, und nicht mehr abliefere, ist es klar, dass ich da einen Produktionsmangel habe. Da kann ich die Produktion noch so sehr ausweiten. Was ist denn hier in Steindorf mit dem Most aus? Ah, das sieht anders aus, da muss ich jetzt wirklich die Produktion erhöhen. Und die Kaffeeproduktion natürlich auch noch, verdammt. Wo habe ich hier Kaffee und Kaffee? Hast du Gewürz über? Ja. Würde ich gerne was nehmen, während meine Insel noch belagert ist. Ich habe auf meiner Hauptinsel noch 788 Tonnen übrig, also. Okay, ich komme mit ein paar Schiffen zum Bunkern. Ich schau grad. Ich kann die ja nicht einfach so ins Wasser werfen, leider. Nee, lass mal nicht, kauf die. Okay. Ich bin ja jetzt ein Handelszentrum. Okay, sag mir, wenn du bei mir bist, dann setze ich den Preis noch ein bisschen runter für dich. Oh. Weil ich habe den Preis für den Handel mit NPCs vorhin schon mal erhöht und jetzt gerade nochmal. Mein Gott, ich habe nur noch 12 Gewürze. 9. 8. Oh oh. Das wird nicht witzig. Definitiv nicht. Ich habe genau 10.000 Einwohner. Deswegen nehme ich die nie an. Nie. Auch wenn ich die immer annehmen würde, irgendwann würde bestimmt so ein blödes Bettlerlager sich in meiner Insel breit machen. Meine Adeligen kriegen keine Brillen. Die Verfolgung des feindlichen Schiffs ist gescheitert. Oh.
In Anbetracht der Lage. Ich dachte, das hast du gemacht. Hinfällig. Was war so meine Kriegsschiffe denn? Ja, wovon? Achso, ja, ich hab die gerade nach oben geschickt. Oh. Ein fairer Handel. Dass ich kein anderes Schiff frei hatte. Ich habe mich übrigens getäuscht, ich habe schon 3008 gesandt. Das waren vorher die Adligen mit den 2200. Ich bin echt blind wie sonst irgendwas. Wie viele brauche ich schnell? Habt Geduld. Es sind noch nicht alle. 3480, ich hab's fast. Es. Gegen Harnisch, der Ritter sind wir wehrlos. Den Spruch kenne ich woher. Wenn meine Truppen zu gut sind. Angeber. Das sind halt harnischste Ritter. Mal eine Frage, spielst du Diablo 3? Wir haben da noch ganz kurz, aber... Nee. Okay, dann kaufst du auch nicht. Ich weiß, es hat einer aus meiner Klasse mir schon erzählt, das sind immer dieselben Storys. Und ich habe kein Gewürz mehr. Bist und du schon bei mir mit dem Schiff? Bekommen, was er wollte. Ja, jetzt bin ich gerade da. Ich setze die Preise jetzt runter ganz kurz. So, kauf ein. 18 pro Dingens, das ist das billigste, kauf ein, was geht. Ein zufriedenstellendes Ergebnis für uns beide. Würde ein Team sich freuen. Ist euch zu Dank verpflichtet. Du nochmal das gekauft? Ich habe die Preise schon wieder hochgesetzt. Wir sind im Geschäft. Oh. Du hast ja das Geld. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ohne Flotte. Ich werde dem Sultan von eurer freundlichen Zuwendung. Wie viel hast du da Gottes Namen gehandelt? 300. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Ja, ich meine, ich vergönn's dir, also. Ja. Da muss ich zuschlagen. ich. Es fehlt am Glauben. Noch ewig, bis ich diese. Du wirst wieder so leise! So, besser? Ja. Okay. Das liegt an meinem neuen Headset, ich weiß nicht. Oder das Mikrofon entfernt sich immer von meinem Mund. Okay. Na. Bei dem Kaiserdom gucken. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr. So 53%. Okay. Wie viele Adlige hast du jetzt eigentlich? In Dirkfurt? 3280. Allah segne euch, eure Zufälligkeit. Du hast genauso viel, wie man braucht, glaube ich, also. Für die, ja, ich glaube, man braucht 3000. Ich brauche 3480 braucht man für die dritte Stufe beim Sultansmoschee. Ich weiß, ja, aber Gesandte nicht. Braucht man eigentlich immer ein bisschen mehr, oder? Eigentlich weniger, oder? Ne, für eine Metropole braucht man 3500 Adlige und 5240 Gesandte. Okay. Ja, ich baue die Stadt jetzt ein bisschen seltsam weiter aus, ich weiß, aber ich kann nicht. Oh, scheiße. Ich kann nichts dafür. Stehen zu eurer Verfügung. Okay. Dirk, die Zeit wäre um. Okay. Schreib dir noch schnell ein paar Notizen. Brauche ich nicht, wenn ich die Truppen jetzt. Na, okay. Ja. Ich brauche keine schreiben. Okay, ein Turnier würde das Volk. Ich weiß nicht, schreibst du noch welche? Nein. Okay, ja. Letztes Mal hatten wir beide Städte dann so hinterrücks noch gezeigt.
Was zeigen wir dieses Mal hier? Hast du irgendwelche Wünsche? Nö. Dann zeigen wir dieses Mal den Hafen vom Großvezier. Euer Besuch. Ja, Abwechslung. Bei Allah. Stimmt. So. Schöne Position noch raussuchen. So. Okay, damit bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ich mich auch. Ich wünsche euch viel Spaß mit den noch folgenden Folgen von Anno 1404. Ja. Und ich will unter dieser Folge jetzt keinen Kommentar lesen, das ginge schneller. wir sind dieses Mal meiner Meinung nach ein sehr großes Stück weitergekommen, vor allem ich. Ich habe die meisten Produktionsketten jetzt ausgemerzt. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt. Dirk baut jetzt den Kaiserdom anstelle mir, damit das auch schneller geht. Ja. Und wenn die beiden Monumente fertig sind, war's das. Ich habe jetzt schon Angst davor, dass das Projekt ausläuft. Also das ist neben Loki das erste Projekt, mit dem ich die 100er Marke knacke. Oh verdammt, das hätte ich am Anfang der ersten Folge sagen sollen. Da haben wir die 100. Folge begonnen. Tja, kannst du auch noch anfühlen. Ja, dann nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Ciao.